Ein herzliches Willkommen für alle, die jetzt neu im Weißen Saal sind. Wir beginnen mit Hans-Peter Oehri, Rechtsanwalt, Ökonom, selbstdeklarierter IT-Nerd. Und er wird uns eine erste Zwischenanalyse zu dem zweiten Anlauf der Einführung einer EID berichten. Ich gebe dir das Wort. Ja, vielen Dank. Genau. EID, alles gut oder was? Ich nehme an, die meisten, die hier im Publikum sitzen, haben mitbekommen, dass die EID in der Schweiz ein relativ schwieriges Thema ist, was wir jetzt im zweiten, beziehungsweise Klammerbemerkung, eigentlich bereits im dritten Anlauf zu regeln versuchen. Ich würde kurz darauf eingehen, um was geht es überhaupt? EID, das ist ein sehr kurzes Wort, das sagt sich sehr schnell, aber von was für einer Identifikation sprechen wir überhaupt? Dann darauf eingehen, eben welche Varianten gab es denn bisher? Es sind eben eigentlich schon mehr als zwei. Dann kommen wir zum aktuellen Vorentwurf, der gerade in der Vernehmlassung war. Und von da die Überlegung, was fehlt in dem Vorentwurf? Oder was wäre jetzt noch zusätzlich möglich, was im Vorentwurf vielleicht noch gar nicht berücksichtigt ist? Dazu eine kleine Vorbemerkung. Es ist klar, ich spreche aus der Sicht eines Rechtsanwaltökonoms IT-Nerds, also mit Fokus auf Freiheitsrechte, wie insbesondere Datenschutz und die soziale Wirkung von Technikprojekten. Ich bin nicht der Vertreter der Datennutzer, also die möglichst gute Marketing-Mails schicken wollen. Und ich bin auch nicht der Vertreter derjenigen, die eine möglichst gute Überwachung der Bevölkerung durchsetzen wollen. Das färbt natürlich auf meine Position etwas ab. Genau. Um was geht es überhaupt? Wenn wir von ID sprechen, denken wir natürlich erstmal an so kleine Kärtchen. Keine Angst, auch im Video, das ist selbstverständlich nicht meine offizielle Identitätskarte, die ich hier habe. Es sieht zwar sehr offiziell aus, hübsch mit Grafikdesign etc., aber so eine Karte kann ja jeder produzieren. Wir reden bei der EID von der staatlichen Identifikation. Es geht also nicht darum, als was ich mich in Online-Communities ausgebe, sondern es geht um die offizielle staatliche Identität. Und die wollen wir jetzt irgendwie von diesem Kärtchen, beziehungsweise der Pass ist dasselbe mit etwas mehr Informationen, online bringen. Da müssen wir uns überlegen, wie funktioniert der Vorgang der Identifikation überhaupt. Wir haben eben dieses Kärtchen. Dieses Kärtchen hat einen vertrauenswürdigen Herausgeber, im Idealfall, nämlich der Staat. Auf diesem Kärtchen hat es authentifizierende Elemente, mit denen ich beweisen kann, dass dieses Kärtchen mich betrifft. Das wäre zum Beispiel das Bild. Wenn ich wohin gehe, das Kärtchen zeige, kann man das Bild mit mir vergleichen und sagen, jawohl, das ist diese Person. Kommt auch Größe, Geschlecht und das Alter noch dazu. Und dann hat es Attribute auf diesem Kärtchen. Ich kann dann beweisen, zum Beispiel, wann ich geboren bin, dass ich ein Bürger, zum Beispiel der Schweiz bin oder wie genau heiße. Diese Identifikation wird aber völlig unterschiedlich eingesetzt. Es ist nicht immer so, dass ich wirklich eins zu eins genau als Person identifiziert werden muss. Wenn ich über den Zoll gehe, in die Schweiz komme, der Zoll prüft, wer ich bin, der will wissen, ich bin der Hans-Peter Oehri, geboren am und so weiter und nicht zufälligerweise jemand, der denselben Namen hat. Das wäre die harte Identifikation für den Partner selbst.
dem ich also das Kärtchen zeige. Das wird auch gebraucht, wenn es sicherheitskritisch ist, insbesondere zum Beispiel beim Eröffnen eines Bankkontos, muss die Bank tatsächlich wissen, wer ist das ganz genau. In anderen Situationen muss der Partner aber gar nicht wissen, wer das ist. Es wird ihm vom Staat aber vorgeschrieben, dass er ein Record hat, wem er etwas verkauft hat, klassischerweise SIM-Karten. Früher war es möglich, SIM-Karten Prepay anonym zu kaufen. Jetzt gibt es Vorschriften, dass das identifiziert werden muss. Man muss jetzt sogar eine Kopie des Passes, der Identitätskarte hinterlegen. Das Telekom-Unternehmen interessiert aber eigentlich gar nicht, wer das ist. Das ist nur der Staat, der hintendran diese Identifikation vorschreibt. Dann gibt es viele weiche Arten der Identifikation. Wenn ich einen Einschreibebrief bei der Post abhole, die geben sich zufrieden, wenn der Name stimmt, dass nicht irgendjemand den Einschreibebrief abholt. Den Rest könnten sie auch gar nicht zuweisen. Und dann wird die Identitätskarte oder die staatliche Identität auch rein zur Bestätigung von einzelnen Attributen verwendet. Klassischerweise zum Beispiel das Alter beim Alkoholkauf oder beim Eintritt in die Disco. Wenn wir nun von der EID sprechen, wollen wir diese staatliche Identität in den verschiedenen Varianten, die es gibt, ins Netz übertragen. Der erste Anwendungsfall, der immer kommt, ist natürlich E-Government. Es kann nicht sein, dass ich für jeden Blödsinn persönlich bei den Ämtern vorbeisprechen muss, im Idealfall noch bei verschiedenen Ämtern mit verschiedenen Öffnungszeiten, sondern das soll online gehen. Darüber hinaus gibt es aber auch, und das wird in den Vernehmlassungsberichten und Botschaften der verschiedenen Varianten immer wieder erwähnt, eben anspruchsvolle Geschäftsprozesse, in denen die Identität und Authentizität einer Person auch online festgestellt werden muss. Das gäbe Rechtssicherheit und Vertrauen. Jetzt, wie viele Geschäftsprozesse das tatsächlich sind, wo das so relevant ist, sei in den Raum gestellt. Wir können eigentlich online sehr weitgehend auch ohne die Identität leben. Ohne eine staatliche Identität leben, da müssen wir schauen, wie viel ist da tatsächlich nötig, komme ich gleich dazu. Und dann noch eine technische Anmerkung. Ich wechsle hier zwischen Identifikation und Authentifikation. Das ist technisch nicht genau dasselbe, aber wenn wir von der EID sprechen, bleiben wir bei der Identifikation, auch wenn es technisch allenfalls nicht ganz stimmt. Wir haben bei der staatlichen ID also immer drei Parteien, die involviert sind. Wir haben einen Herausgeber eines Identifikationstokens, den Staat, zum Beispiel das Kärtchen. Wir haben den Benutzer, das bin jetzt ich, der diese Karte besitzt. Und ich verwende dieses Kärtchen, um bei einem Dritten meine Identität nachzuweisen. Idealerweise sollte dieser Dritte nicht jedes Mal zum Herausgeber, also zum Staat gehen und sagen, übrigens, Hans-Peter Röhri war gerade hier und wollte sich hier eine SIM-Karte kaufen. Wenn wir dieses Offline-Geschehen abbilden, ich habe hier also nur sinnbildlich eine Identitätskarte abgebildet, und nehmen wir das Beispiel des Abholens eines Einschreibebriefs. Ich gehe mit der Identitätskarte zur Post, überreiche die Identitätskarte, gebe sie also aus der Hand, aber bekomme sie gleich wieder zurück. Das ist für mich als Benutzer positiv. Ich habe nichts Identifizierendes zurückgelassen und habe selbst die Kontrolle über dieses Identifikationsmittel. Natürlich würden üblicherweise
dann vielleicht noch Daten abgeschrieben, also der Name kontrolliert, der auf der Identitätskarte steht. Oder Beispiel SIM-Karte, allenfalls sogar eine Kopie der Identitätskarte hinterlegt. Aber die Kopie hat nicht mehr den gleichen Wert wie die Identitätskarte selbst. Die Kopie könnte zum Beispiel verfälscht sein. Ein Nachteil der Offline-Identitätskarte ist, es gibt unnötig viele Informationen hier auf dieser Karte. Es geht den Türsteher im Club nichts an, wie ich heiße oder ob ich jetzt Bürger eines bestimmten Ortes bin. Aber das ist alles zusammen hier auf der Karte drauf. Dann gab es die Idee, wir wollen jetzt das online machen. Ich habe gesagt, eigentlich gibt es schon drei Varianten, die bespielt wurden. Als erstes gab es noch verschiedene interne Studien, auch des EJPD, damals mit der Berner Fachhochschule. Vielleicht wissen einige, in Deutschland gibt es eine E-Pass-Funktion, wo man den Personalausweis, also die deutsche Identitätskarte, auslesen kann und das online nutzen könnte. Gleiches wurde auch hier schon untersucht. 2012, 2013 war das. Damals noch unter strenger Geheimhaltung. Also es wurde nicht groß öffentlich kommuniziert und auch die Berner Fachhochschule war lange an eine Geheimhaltung gebunden. Man hat sich dann aber davon losgelöst im Blick auf Identitäten, die man online schon verwendet. Jeder kennt Apple-ID, Google-ID etc. Und auf einmal fand man, das wäre jetzt das ideale Mittel, sozusagen eine Schweizer Google-ID einzuführen. Man hat also die staatliche Identität und die elektronische Identität als Login, die wir sonst online verwenden, einfach verknüpft, obwohl es eigentlich nicht dasselbe ist. Das sieht man auch in den erläuternden Berichten damals. Es wurde dann hervorgehoben vom Bundesrat, man könne sich sicher und bequem bei Online-Portalen registrieren und später wieder anmelden. Es gab dann auch verschiedene Sicherheitsniveaus, von niedrig, wo es nur darum ging, Identitätsdiebstahl zu vermindern, zu substanziell, wo es darum ging, ja, erheblich vermindern den möglichen Identitätsdiebstahl mit Zwei-Faktor-Authentifikation und hoch, wo es darum geht, den Identitätsdiebstahl zu verhindern. Solche Lösungen, solche Login-Lösungen sind immer sehr im Fluss und waren damals auch sehr im Fluss. Das heißt, es gab immer neue technische Standards, wie diese umgesetzt wurden. Jeder neue technische Standard muss dann auch von den einzelnen Webseiten unterstützt werden. Deshalb war die Frage, lag natürlich nahe, wird das unterstützt? So ein Login als ID, von wem wird das am Schluss unterstützt? Wenn keine Webseite diese Schweizer ID verwendet, dann nützt uns das nichts. Und was kostet es den Staat? Und man ist dann zur Überlegung gekommen, ja, wir können das als Staat nicht so richtig in diesem dynamischen Umfeld, deswegen soll das privatisiert werden. Man hat also neben den drei Parteien, die schon involviert sind in die Identifikation, eine vierte dazugenommen. Ich würde als User mich bei einem Identity Provider, der eben die eID unterstützt, registrieren. Dieser Identity Provider hat vollständigen Zugriff auf die Identifikationsmerkmale.
und ich verwende den dann, um zum Beispiel bei elektronischen Diensten der Post mich zu authentifizieren. Die Post erhält Vorname, in dem Beispiel Vorname, Nachname, Geburtsdatum. Idee war, dass es verschiedene Bewerber für diesen Identity Provider gibt, die alle parallel existieren können. Wenn wir zum elektronischen Patientendossier rüberschauen, würde ich bezweifeln, ob das am Schluss tatsächlich mehrere geblieben wären oder ob nicht nach einigen Monaten oder Jahren spätestens nur noch einer übrig war. Dieser Ansatz wurde heftig kritisiert. Die Bestätigung einer staatlichen Identität sei eine Staatsaufgabe. Man muss da ein Vertrauen in diejenigen haben, die diese Aufgabe übernehmen. Die Frage kam auch auf, was passiert, wenn es dann eben nicht funktioniert, wenn Identitätsdaten von diesem Identity Provider entweder selbst missbraucht werden oder an Dritte abfließen, freiwillig oder unfreiwillig. Und was passiert, wenn wir diesen Identity Provider nicht nur für die staatliche EID verwenden, wo es eben um die staatliche Identität geht, sondern eben für jedes Login? Ziel wäre natürlich gewesen, dass der Identity Provider Schweiz ID breit genutzt wird, ich den überall verwende und dann nur, wenn es nötig ist, noch zusätzlich meine staatlich identifizierten Namen zum Beispiel freigebe. Das bedeutet aber, dass wir fast in einer Single Sign-On-Lösung sind, ich mich überall einloggen kann mit demselben Mittel und dann vielleicht auch etwas zu schnell Daten freigegeben werden. Und jetzt im Rückblick gesehen, ist es eine Frage, darf ich überhaupt frei wählen? Nicht nur, welchen Identity Provider ich wähle, sondern ob ich mich überhaupt identifiziere. Es gibt ja jetzt im Moment die Kritik an der Post, die mit SwissSign allen Kunden einen Identity Provider aufwinkt, ihr eigenes Login nicht mehr unterstützt. Und dieselbe Gefahr hätte auch hier natürlich bestanden. Dass man es damals eilig hatte und eben auf diese großen internationalen Anbieter schielte, lässt sich auch in den Medien gut nachverfolgen. Edith Graf Litscher hat damals kurz vor der Abstimmung, als die Umfragen schon nicht so rosig waren, plädiert, also jetzt nochmal eine Verzögerung können wir uns nicht leisten. Und diese internationalen Unternehmen, eben Google, Apple mit ihren IT-Lösungen, würden sich weiter durchsetzen. Und das müsse man verhindern. Es kam dann, wie wir alle wissen, zum Absturz der ersten Version. Am 7. März 2021, der war noch deutlicher als die Umfragen vorher erahnen ließen. Und dann passierte etwas ganz Besonderes. Wir hatten nämlich innerhalb weniger Tage einen Neustart, der von allen Fraktionen im Parlament unterstützt wurde, dass man eben eine EID möchte, aber die soll bitte dezentral, datensparsam und staatlich sein. Eben nicht das Modell, das vorher ausgewählt wurde. Was passierte dann? Der Auftrag des Bundesrats an die Verwaltung erfolgte relativ schnell und bereits im September desselben Jahres gab es eine öffentliche Anhörung über ein Diskussionspapier, also eine Abkehr von dem, was vorher der Ansatz war mit Geheimhaltung in der ersten Version. Es gab dann Konferenzen und Partizipationsmeetings. Die Vertreter
habe ich auch schon gesehen, jawohl, genau. Dass ihr also regelmäßig die Zivilgesellschaft und die Wirtschaft auch mit konsultiert wird. Und im Juni dieses Jahres gab es bereits die Vernehmlassung für ein neues System, wo der Abschluss der Vernehmlassung war jetzt im Oktober. Und letzte Informationen, die mir vorliegen, war, dass man Mitte 25 mit dieser neuen Lösung live gehen möchte. Was ist jetzt diese neue Lösung? Die geht unter dem Stichwort Self-Sovereign Identity. Was heißt Self-Sovereign Identity? Das heißt eigentlich, also erstmal viel und eigentlich gar nichts. Runtergebrochen geht es darum, ich kreiere meine Identität selbst und kontrolliere sie selbst. Das heißt, ich verwalte sie und im Zweifel widerrufe ich sie auch. Das ist ein sehr anarchistischer Ursprung, ist also nicht ursprünglich verbandelt mit staatlicher Identität, sondern ich soll alles selbst machen. Das steht hier natürlich nicht zur Diskussion, sondern in der Version mit einem Staat würde diese Identität eben vom Staat dann bestätigt, zu einem sogenannten Verified Credential. Dieser etwas anarchistische Ursprung führt dann auch zur Blockchain. Kollege Waldvogel hat ja auch schon Vorträge gehalten, wie sinnvoll Blockchain-Lösungen sind. Ich möchte hier einfach sagen, mit einer staatlichen Lösung braucht es meines Erachtens keine Blockchain. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Gut, haben wir also diese neue Variante auf Basis einer Self-Sovereign Identity. Dieses ist auch eine elektronische Identität. Das heißt, ich brauche erstmal ein Trägermedium. Typischerweise wäre jetzt hier zum Beispiel das Mobiltelefon, was wir sowieso dauernd auf uns tragen. Auf diesem Mobiltelefon habe ich die staatliche Identität, die ich, wenn ich jetzt bei der Post zum Beispiel einen Nachsendeauftrag aufgeben möchte, übermitteln könnte. Das wäre jetzt erstmal eine sehr schlechte Variante, weil wir haben digitale Daten. Ich habe eben nicht ein physisches Kärtchen, was ich wieder zurückbekomme. Ich habe hier eine Kopie von Daten. Wenn ich die Kopie 1:1 der Post übertrage, habe ich keine Kontrolle mehr und habe viel zu viele Daten übertragen. Deswegen ist es mit der Technik, die hinter SSI steht, auch möglich, nur einzelne Daten tatsächlich zu übertragen. Also wir haben wieder dasselbe. Wir haben ein Trägermedium, das Mobiltelefon. Auf dem Mobiltelefon ist die gesamte Identität gespeichert, staatlich attestiert. Aber die Übertragung erfolgt nur in einzelnen Attributen, hier jetzt Vorname, Nachname, Geburtsdatum. Im Unterschied zur ersten Variante, in der ersten Variante hatten wir auch Vorname, Nachname, Geburtsdatum übertragen. Dort konnte die Post oder der Verifier einfach darauf vertrauen, wenn diese Daten von Schweiz ID kommen, dann stimmen die natürlich, weil Schweiz ID akkreditiert ist. Hier ist es jetzt noch technisch geschützt. Dieses Bündel aus Vorname, Nachname, Geburtsdatum wird derart technisch verbunden, dass der Verifier, also hier jetzt die Post, prüfen kann, ob das den staatlichen Daten entspricht, ohne dass sie beim Staat selber wieder nachfragen müssen. Das Ganze funktioniert auch offline. Wenn ich also tatsächlich am Schalter vorbeigehe und zum Beispiel meinen Einschreibebrief abholen möchte. Ich habe auch hier das Mobiltelefon zum Beispiel als Träger mit der kompletten ID
und übertrage eine Auswahl, die genügt für den konkreten Anwendungsfall. Hier Vorname, Nachname, Geburtsdatum und das Bild an jemand anderen, der ebenfalls über ein technisches Gerät verfügen muss. Hier jetzt auch dargestellt durch das Mobiltelefon. Und das überprüfen kann, dass diese Identität tatsächlich stimmt. Wieso ist jetzt hier das Bild dabei? Wenn wir in der Offline-Welt sind, die Person kann mich nur über das Bild identifizieren. Also ich muss, wenn ich eine Identität übertrage, das Bild mit übertragen, damit die Person bei sich das Bild anschauen kann, vergleichen kann, ob das tatsächlich die richtige Person ist. Hier muss man immer etwas warnen. Wir kennen das alle von der Zeit, aus den Zeiten des Covid-Zertifikats. Wichtig ist die Übertragung auf ein anderes Gerät. Es genügt also nicht, wenn ich ein schönes Bild bei mir auf dem Mobiltelefon habe und das hinhalte und jemand das anschaut. Beim Covid-Zertifikat war das immer das Antippen des Zertifikats. Damit ist es natürlich nicht überprüft, weil was ich auf meinem Bildschirm anzeige, kontrolliere ich selbst. Und das kann auch nur so aussehen, wie dann die offizielle App. Was wir zusätzlich können, sind sogenannte Zero-Knowledge-Proofs. Hier jetzt am Beispiel, ich möchte nicht zur Post, sondern ich möchte gerne in den Club. Der Club lässt nur Volljährige rein. Ich habe mein Mobiltelefon als Träger, meine Identität, aber wie ich eingangs erwähnt habe, der Türsteher, den geht eigentlich fast nichts an, was auf dieser Identität ist. Ihm übertrage ich also nur das Bild, das er mit mir physisch vergleichen kann und die Information, dass ich über 18 Jahre alt bin. All das wieder in einem Package, das staatlich geprüft ist. Dass er sich also darauf vertrauen kann. Genau. Wie wurde das jetzt umgesetzt im aktuellen Entwurf? Der Vorentwurf, morgen wird da noch Rolf genauer darauf eingehen, sieht vor, dass diese SSI-Plattform insgesamt durch den Bund zur Verfügung gestellt wird. Und zwar nicht nur für die eID, also nicht nur für die staatliche ID, sondern grundsätzlich soll das auch für andere Arten von Credentials zur Verfügung stehen. Es kann also der Kaninchenzüchterverein Hinterdux, könnte seine Mitgliederausweise dort dann auch ablegen. Im Vorentwurf nicht explizit erwähnt, aber als Anwendung erwähnt, ist auch eben diese Online-Nutzung und die Offline-Nutzung. Es gibt einen Paragraphen, da steht drin, wenn jemand persönlich vorbeikommt, dann darf man ihn nicht zwingen, die eID zu verwenden, sondern er darf dann auch den klassischen Ausweis verwenden. Deswegen muss auch eine Offline-Nutzung möglich sein. Die Infrastruktur und das Wallet, also diese Applikation im Mobiltelefon, wo die ID abgelegt wird, die soll der Bund zur Verfügung stellen. Es müsste dann auch möglich sein, andere Apps, also andere Wallets zu verwenden, wobei ich da noch etwas kritisch bin, wie das tatsächlich am Schluss in der Masse umsetzbar ist. Interessanterweise sind andere Teile nur optional. Also das Gegenstück, die Verifikations-App, die jetzt eben der Türsteher verwenden könnte, ist nur optional im Gesetz vorgesehen. Natürlich kann das auch durch jemand anderes aus dem Bund kreiert werden. Und die Prüfung der Identität der Aussteller und von Verifikatoren außer der Staat selbst, sind auch optional vorgesehen. Wenn wir zu unserem Drei-Parteien-Modell zurückgehen, wir haben weiterhin den Issuer, den Staat, der die elektronische Identität ausstellt. Wir haben den Nutzer, der eine App braucht
eine Wallet, um diese Identität bei sich zu tragen. Die wird definitiv durch den Bund zur Verfügung gestellt. Und wir haben einen Verifier, der diese elektronische Identität prüfen soll. Diese App ist im Moment nur optional im Gesetz vorgesehen. Darunter stehen die Registries. Es geht darum, man muss ja Vertrauen haben in die Daten, die übertragen werden. Physisch ist das die Karte selbst, die Art und Weise, wer die ausgibt. Elektronisch muss das überall signiert werden. Das heißt, der Verifier muss sichergehen, dass das Datenbündel, was ich ihm übertrage, tatsächlich aus der staatlichen EID kommt. Umgekehrt, wenn ich online agiere mindestens, will ich, wenn ich mich authentifiziere gegenüber einem Webshop, auch wissen, dass das tatsächlich dieser Webshop ist und nicht irgendjemand anders. Auch der sollte identifiziert sein. Die Zielsetzung des Privacy by Designs, also dass man eben datensparsam und nicht Daten umherwirbelnd das umsetzt, ist im Vorentwurf explizit enthalten als Ziel und auch in der Umsetzung, die natürlich jetzt technisch nicht im letzten Detail im Gesetz vorgesehen ist. Teilweise soll auch der Quellcode dieser Infrastruktur veröffentlicht werden, nämlich der dieser Registries sozusagen. Ob es dann Open Source eigentlich ist, das steht im Gesetz so nicht. Aber man will dadurch offensichtlich Vertrauen schaffen in diese Infrastruktur. Entsprechend betreibt auch der Bund selbst diese Infrastruktur und eben nicht ein Dritter. Und der Missbrauchsverdacht der Infrastruktur muss gemeldet werden. Es darf nichts unter den Teppich gekehrt werden. Natürlich, wir sind hier in einem Bereich, der technisch auch nicht stillsteht. Wie die Login-Dienste, die ich eingangs erwähnte. Deswegen muss es gewisse Vorkehrungen geben, dass hier ein technischer Nachvollzug geschehen kann, ohne dass man langwierige Prozesse, politische Prozesse anstößt. Etwas interessant fand ich dann noch im Vorentwurf, die Idee, es soll auch ein Backup geben, vom Staat zur Verfügung gestellt. Das ist sehr knapp beschrieben. Ich finde das natürlich no backup, no mercy, sagen wir in der IT immer. Es braucht ein Backup, selbstverständlich, aber die Umschreibung im Vorentwurf ist vielleicht etwas knapp, weil es wird zum Beispiel nicht beschrieben, dass dieses Backup dann wirklich voll verschlüsselt sein muss, sodass niemand darauf zugreifen kann, außer ich selbst. Was fehlt im Vorentwurf aus meiner Sicht weiter? Was gänzlich fehlt, ist der Ausstellungsprozess selbst. Das heißt einfach, ich als Bürger oder Ausweisinhaber beantrage die EID beim FedPol. Jetzt kann es natürlich völlig unterschiedliche Varianten geben, wie das vor sich geht. Insbesondere steht zur Diskussion, muss ich persönlich irgendwo vorbei und diese EID beantragen? Oder soll das online funktionieren, dass ich mit Videoidentifikation diese EID bekomme? Das wurde auch in der Vernehmlassung verschiedentlich thematisiert. Sicher wäre natürlich das persönliche Vorbeisprechen. Einmal persönlich vorsprechen, dass man nachher die EID hat. Zum Beispiel zusammen mit der Identitätskarte, die man sowieso im Passbüro bekommt. Einfacher und einer breiten Nutzung zuträglicher wäre es natürlich, wenn es dort Online-Möglichkeiten gäbe. Dann fehlt etwas, was die Datenschützer immer sehr aufhorchen lässt, nämlich die lebenslange eindeutige Kennnummer einer natürlichen Person. Bei uns ist das die AHV-Nummer.
Die AHV-Nummer soll in der EID aufgenommen werden, ist klar. Alle Verwaltungen, wo ich mich identifizieren möchte, möchten das auch möglichst automatisiert dann weiterverwenden können. Es bereitet aber Bauchschmerzen, diese lebenslange eindeutige ID in einem Ausweis zu haben. Zudem in einem Ausweis, den man eben nicht nur für die Verwaltung verwendet. Natürlich, ich hatte vorhin erwähnt, Selective Disclosure, ich muss diese AHV-Nummer niemandem freigeben, der nicht dazu berechtigt ist. Aber vielleicht ist es dann etwas schnell passiert. Das heißt, ich hätte mir dort etwas mehr, auch schon auf Gesetzesstufe, gewünscht, dass man vielleicht die AHV-Nummer, diese lebenslange eindeutige ID, noch etwas separiert. Dann, was in der Vernehmlassung auch kritisiert wurde, das ganze Thema Barrierefreiheit ist nicht erwähnt. Und da möchte ich den Fokus drauf legen, alles, was nach der Ausstellung der EID kommt. Ich bekomme die beim FEDPOL, aber was passiert nachher? Und zwar insbesondere unter zwei Gesichtspunkten. Wir haben mit diesen staatlich verifizierten Identitätsdaten eine eigene Klasse, eine besondere Qualität von Daten. Die zum Beispiel im Marketing heiß begehrt wären. Diese besondere Qualität dieser staatlich verifizierten Identitätsdaten ist bisher im Datenschutzgesetz, auch im neuen Datenschutzgesetz, eigentlich nicht abgebildet. Kann aber nicht einfach gleichgesetzt werden mit einem Namen, den ich im Webshop eingebe und wo ich vielleicht mir auch einen Alias zugelegt habe. Kommt dazu, dass wir hier ja einen elektronischen Prozess haben, eben zum Beispiel der Türsteher, der die EID liest. Das heißt, es werden Daten dupliziert, liegen überall herum, die eben diese besondere Qualität aufweisen. Und das birgt zumindest gewisse Gefahren, dass hier Datenhalden produziert werden an eben staatlich verifizierten Identitätsdaten. Und ich habe gesagt, diese Identitätsdaten werden auf eine Art und Weise übertragen, dass der Empfänger eben verifizieren kann, dass sie stimmen, dass das vom Staat kommt. Das kann er aber nicht nur in dem Moment, in dem die Daten ankommen. Und das kann er auch später noch. Das kann er später noch selber. Das könnten aber auch später noch Dritte, die diese Daten erhalten. Sei das, dass sie explizit weitergegeben werden, zum Beispiel im Rahmen von Marketing, sei das, dass sie ungewollt abhanden kommen. Und wenn solche staatlich verifizierten Identitätsdaten ungewollt abhanden kommen, öffnen wir ein großes Missbrauchspotenzial zum Thema Spearfishing zum Beispiel, wo ich sehr spezifisch auf die Personen zugehen kann. Das zweite Thema, was ich ansprechen möchte, ist die Frage der Skalierbarkeit von Identifikation. Bisher war es relativ mühsam, jemanden staatlich zu identifizieren. Der musste das Kärtchen dabei haben, man musste das nehmen, anschauen, die Daten abgleichen etc. Wenn wir das elektronisch machen, funktioniert das natürlich sehr viel einfacher. Man hält noch schnell das Handy dahin. Hat man sowieso immer dabei. Das kann automatisch weiterverarbeitet werden. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass wir uns sehr viel häufiger und sehr viel intensiver identifizieren sollen, als das bisher der Fall war. Damit geht ein Stück Freiheit verloren und es kann eine Gefahr werden für die, die entweder nicht über die technischen Möglichkeiten verfügen
zum Beispiel kein Mobiltelefon dabei haben oder kein Mobiltelefon haben. Und natürlich, wenn man eine Identifikation einfach voraussetzt, gibt es auch Personen, die eben keine staatliche Identität haben. Die wollen wir nicht einfach aus dem gesellschaftlichen Leben ausschließen. Deshalb, was wäre aus meiner Sicht nötig, zusätzlich zu dem, was jetzt vorgeschlagen wurde? Man müsste eine Verpflichtung zur Identifikation bereits im Voraus einschränken. Das Datenschutzgesetz allgemein genügt nicht. Das haben wir auch in Europa gemerkt. Facebook hält sich mehr oder weniger an die Datenschutzgrundverordnung in Europa. Und auch wenn es in der DSGVO in Europa ein Kopplungsverbot gibt und sagt, ich darf nicht jemanden ausschließen, der keine personalisierte Werbung möchte, es wird trotzdem gemacht. Deshalb sollte das möglichst scharf eingegrenzt werden. Also wann darf ich eine Identifikation zwingend verlangen? Mein Vorschlag ist, zwingend verlangen darf ich es nur, wenn es eine gesetzliche Pflicht dazu gibt. Das wären eben zum Beispiel die Banken, die ihre Kunden kennen müssen. Von mir aus auch die SIM-Karte, die identifiziert sein muss. Für alle anderen Fälle muss es die Möglichkeit geben, anders zu agieren. Und sei es, persönlich vorbeizugehen und einen Ausweis zu zeigen. Dann wäre es wünschenswert, diese besonderen Daten nur zu erheben, wenn man explizit einwilligt und auch die Möglichkeit zu geben, diese Einwilligung zu widerrufen, wenn man eben nicht mehr darauf vertraut, dass sie adäquat behandelt werden. Für dort, wo das nicht möglich ist, zum Beispiel an der Türe des Clubs, wo ich mich ausweise, dass ich volljährig bin, müsste eine Speicherung dieser Daten eigentlich sowieso verboten werden, weil in dem Moment kann ich keine sinnvolle Einwilligung geben über die Weiterverwendung. Dazu geht der Prozess zu schnell. Ich habe keinen Überblick. Ich kann nicht mehrere Seiten lesen. Und was es bräuchte, ich habe es vorhin gesagt, ist eben diese Daten, die übertragen werden. Darf ich die überhaupt behalten oder darf ich sie nur einmal abgleichen mit meiner Kundendatenbank? Oder müsste ich sie löschen? Oder dürfte ich sie sogar behalten für Marketing-Weiterverwendung? Und ganz zum Schluss noch einen Punkt, was wäre denn jetzt noch zusätzlich möglich gegenüber dem Status quo? Hier als das Beispiel der SIM-Karte wieder. Der Telekom-Anbieter müsste mich eigentlich gar nicht identifizieren als Telekom-Anbieter. Er ist verpflichtet vom Staat. Mit einem solchen System wäre es jetzt möglich, dass ich mich pseudonym identifiziere beim Telekom-Anbieter. Gib mir die SIM-Karte, hier hast du ein Token. Der Telekom-Anbieter weiß gar nicht, wer ich bin. Aber wenn der Staat kommt und das abfragt, kann der Staat mit diesem Token auf meine Identität zurückgreifen. Als Fazit, jetzt vom zweiten bzw. dritten Versuch. Der Prozess, wie jetzt vorgegangen wird, finde ich sehr gut. Es wurden alle Stakeholder einbezogen. Es konnte sich jeder äußern. Der Ansatz ist technisch wunderbar, aber die nicht technischen Gefahren, eben die Gefahr der Überidentifikation, die Gefahr, die in dieser speziellen Qualität der Daten liegt, die wurde meines Wissens unterschätzt. Ich bin etwas überrascht, dass nicht immer klar entschieden wurde zwischen wir möchten eine Lösung ermöglichen oder wir wollen Sicherheit. Das war das Thema mit der Ausstellung der EID, was völlig offen ist. Und ich hätte mir gewünscht, dass neuartige Lösungen, eben zum Beispiel die pseudonyme Identifikation, tatsächlich aufgenommen worden wären.
Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Hans-Peter, für deinen Vortrag. Wir haben wenig Zeit, aber wer noch eine Frage stellen möchte, wir haben zwei Mikrofons im Saal, eines eher gegen die Tür und eines ein bisschen näher da beim Gang. Wer eine Frage stellen möchte, darf dies gerne an den Mikrofonen tun. So hören auch die Leute im Stream, was die Frage ist. Eine Frage hätte ich bereits. Nach dem jetzt vorliegenden Entwurf, würdest du dir eine solche EID zulegen? Sind zwei Herzen in meiner Brust, aber der IT-Nerd, der würde gewinnen. Ja, ich würde mir eine EID zulegen, wäre aber sehr vorsichtig, wann und wo ich sie verwende und welche Daten ich tatsächlich weitergebe. Also ich würde mich dagegen wehren, weil es so einfach ist, jetzt einfach mich überall zu identifizieren. Dann haben wir eine Frage aus dem Publikum. Ich habe sogar zwei Fragen. Die erste ist bezüglich Barrierefreiheit, die ein wirklich wichtiges Thema ist. Aber ich frage mich, ob die nicht allgemein schon abgedeckt ist durch andere Gesetze, die diese ja fordern bei Websites und so. Also müsste man das da explizit nochmal festhalten, dass das gilt, oder wäre das sowieso schon gefordert? Es gibt gewisse Vorgaben jetzt für... Bin ich nicht ganz sicher, ob es für Apps entsprechend das auch gibt, aber die Barrierefreiheit ist dann eben auch darin zu sehen, eben, dass es vielleicht Leute gibt, die eben gar kein Smartphone für diese Wallet haben. Das heißt, selbst wenn die App barrierefrei programmiert würde, was sicher möglich ist, plädiere ich dafür, daran zu denken, dass es Leute gibt, die eben auch das nicht unterstützen können. Aber vielleicht wird das sonst noch thematisiert mit der Barrierefreiheit. Darf ich gleich die zweite Frage? Okay. Ja. Essen sind noch nicht da, du darfst. Okay, ja. Die zweite Frage ist bezüglich den Datenhalten, die erwähnt wurden. Wenn man jetzt alle Beweise mit Zero Knowledge machen würde, dann könnte man ja keine solchen Datenhalten anlegen, respektive auch nicht Dritten gegenüber. Dann das Weitergeben, ist Zero Knowledge nicht explizit festgeschrieben oder ist das gar nicht erwähnt oder als Option oder wie muss man sich das vorstellen? Also es ist nicht festgeschrieben, also alles Zero Knowledge geht sowieso nicht, oder? Weil manchmal muss ich mich tatsächlich identifizieren, sodass die Gegenpartei wirklich weiß, wer ich bin. Das war jetzt das Beispiel, wenn es eben nur darum geht, bin ich 18? Da gibt es, also anders gesagt, es gibt keine Vorschrift, dass alles Zero Knowledge sein muss. Insofern, es gibt Datenhalten auch von Live-Daten. Natürlich wäre es wünschenswert, dass wenn Zero Knowledge genügt, wenn also tatsächlich nur über 18 gefragt ist, dass dann auch nur über 18 abgefragt wird und nicht das genaue Geburtsdatum zum Beispiel. Aber auch da wieder, nach Datenschutzgesetz ist das nicht fest vorgeschrieben. Ich kann eine Begründung finden, wieso der Shop jetzt auch das Geburtsdatum haben muss. Und sei es nur, dass er sagt, ich möchte gerne besondere Geburtstagsangebote unterbreiten können. Insofern, es wird freiwillig wahrscheinlich nicht darauf verzichtet. Dankeschön.